So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Attack 3. Und ja, heute habe ich was ganz Besonderes vor. Ich möchte Streetmaster 2000 trollen und mal sehen, wie wir das hinkriegen. Monkex ist jetzt nicht dabei, weil ich hier gerade direkt nach der Schule aufnehme. Und ich glaube nicht, dass er entweder schon zu Hause ist oder irgendwie Zeit hat, wenn er schon zu Hause ist. Also, ja, ist er heute noch nicht dabei, aber ich denke mal, demnächst wird auf jeden Fall eine Folge mit ihm kommen, wenn dann das Roleplay startet. Und ja, heute wollte ich Streetmaster trollen und da musste ich erstmal überlegen, womit mache ich das? Also ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Ich könnte es einfach mit Wasser machen und ihm irgendwie Wasser in die Bude kippen. Ja, das ginge. Oder ich könnte irgendwie, ja, was geht noch so alles? Bäume pflanzen in seiner Wohnung. Ja, ich weiß es nicht. Also sowas wie abbrennen oder irgendwas kaputt machen will ich nicht. Ich hatte noch gedacht, vielleicht irgendwie Obsidian hinzusetzen, aber nur so an bestimmte Stellen, dass er erst denkt, das ganze Haus ist eingezäunt mit Obsidian. Dabei sind es nur so ein paar Blöcke. Sowas hätte ich vielleicht vor. Vielleicht kann ich ihm Kohleblöcke hinstellen, sodass er denkt, das ist Obsidian. Aber nee, das sieht er bestimmt gleich. ja, keine Ahnung. Ich habe halt kein Obsidian, das ist mein Problem. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, das noch abzubauen. Also werden wir vielleicht auf so einen Wasser-Prank zurückgreifen, dass ich seinen Pool einfach in eine Wohnung, seine Wohnung einfach in einen Pool umwandle, genau. Mann, was ist heute schon wieder mit meinen Wortdrehern los? Ich weiß es nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass heute wieder der erste Schultag war und man danach gleich wieder komplett im Arsch ist, vom Gehirn her. Ja. So, dann gucken wir mal. Hier holen wir uns jetzt mal was. Bisschen Wasser, am besten noch ein zweites, hä? Habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber gut, ich habe ja hier mobil alles mit, ne, sozusagen. Gut, dann können wir uns nämlich noch einen zweiten Eimer machen und haben damit das Freifahrticket für eine Wasserquelle, also eine unendliche. Und ja, dann gehen wir mal da runter. Ich weiß nicht genau, wo ist denn jetzt sein Haus? Ach ja, da. Also ich könnte auch sagen, wo ist mein Haus aus Minecraft Tech 2? Na gut, aber er hat es ja nicht ganz so gebaut. Sondern, ja, doch schon ziemlich anders. Aber wenn man es jetzt mal so von vorne guckt. Na gut, es hat jetzt nicht direkte Ähnlichkeit. Weil er hat jetzt hier noch so einen Erker dran gemacht, sozusagen. Ich habe ja dann hier noch so eine Überdachung gemacht, dass das hier bis hier vorne ging, diese Etage. Und dann hier hatte ich so einen Zaun hin. Oder irgendwie so einen Holzbalken. Aber sonst sieht es schon ähnlich aus. Also auch von innen mit dieser Galerie hier oben. Na gut, die Treppe hatte ich ein bisschen anders, die hatte ich ja da drüben. Aber so vom Prinzip her, hier hatte ich ja dann mein Bett und so und die ganzen Bücherregale. Ja. Na gut, es ist ein bisschen kleiner insgesamt, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber es ist auf der anderen Seite auch, ja, doch relativ ähnlich. Aber finde ich nicht schlimm, weil, keine Ahnung, da hat man mein altes Haus auch nochmal verewigt in dem Projekt. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber trotzdem muss ich ihn dafür trollen. Nee, keine Ahnung. Ich brauche aber noch ein bisschen Holz, weil ich wollte vorher noch das Haus mit Holz fertig zubauen. Hier vorne. Dass ich ihm quasi auch noch helfe, ja. Aber ich weiß nicht genau, wo habe ich ein Holz? Ohne Witz. Muss mich mal töten. Oh, scheiße. Na, ich kann mich wieder nicht töten, ey. Was ist los? Ach, scheiße. Ich krieg die ganze Zeit zu wenig Fallschaden. Ach Mann, ey, das gibt's doch nicht, ich kann mich nicht mehr... Jetzt habe ich schon wieder ein Herz, toll, wieder zu viel. Endlich, so. Damit ich wieder oben bin. Brauche nämlich noch Holz, habe ich vergessen. Ah gut, wir kommen ja relativ schnell wieder runter. Guck mal, wie viel ich ja auch noch habe, ey. Hätte ich jetzt erst wieder gefarmt, das hätte ja viel zu lange gedauert, ne? So, dann springe ich mal runter. Ohne zu sterben, diesmal hoffentlich. Mal schauen. Ah, da ist es ja. Perfekt. Sturzflug, würde ich sagen. Oh, wie laut das wird gerade. Auf der Lautstärke von Minecraft höre ich die Elytra eigentlich nie. Und jetzt habe ich sie einfach mal gehört. Krass. Na gut, und vor allem, wie hier einfach so eine Leiter ist für die 1000 Kisten. Man müsste da noch so 10 weitere draufstellen, um ihn zu pranken. Also Kyojin. Da hätten wir gleich 2 Leute geprankt. Aber gut, das lasse ich jetzt mal. Vielleicht mache ich es gleich noch. Aber jetzt hole ich mir erstmal hier einen vernünftigen Boden, ne? Und dann muss ich natürlich auch noch ein Schild hinschreiben, damit ich weiß, oder damit er weiß, was abgeht.
So, ich weiß nicht, vielleicht will er hier auch Glas hinmachen. Kann auch sein. Hab nicht aufgepasst. Obwohl, nee, ich glaube nicht. Da will er da einen Keller hinmachen, glaube. Und ja, da braucht er da kein Glas. So. Gut, dann gucken wir mal. Er hat ja auf Twitter so aus Spaß geschrieben, ich soll sein Haus wieder abreißen. Hätte ich auch machen können. Aber ich dachte mir dann, nee, das ist vielleicht ein bisschen zu schlimm. Aber ich hätte es so wirklich durchziehen müssen, mal. Mal sehen, was dann seine Reaktion gewesen wäre. Oh Mann. So. Aber ich bin ja nicht Gamers Time, der würde sowas durchziehen. Okay. Dann hier. Zack. Dann da. Und dann gucken wir mal. Okay, hier hinten füllt sich auf. Nee, wegen der Treppe nicht. Okay. Ja, und da ist ja auch relativ nervig zu entfernen, tatsächlich. Da musst du ja hier alles mit Erde zubauen, dass du das entfernen kannst. Aber er ist relativ schnell hingesetzt, ne? Wir können eigentlich die obere Etage auch nochmal machen, oder? Ja, komm. Die machen wir auch noch. Ich wollte erst so von wegen Hochwasser irgendwie so auf ein Schild schreiben. Aber wenn dann oben auch Wasser ist, dann müsste ja bis hier oben hin alles voll sein. Also muss ich dann irgendwie was von wegen Rohrbruch oder so schreiben. Wie bei Werner oder so in dem Film. Gab's ja auch mal den einen Part, wo dann dieser Wasserrohrbruch war oder wo die Heizung reparieren wollten und das einfach nicht geschissen gekriegt haben. Oh Mann, das war auch legendär. Ja. Die Filme müsste ich mir auch nochmal angucken. Die kamen jetzt irgendwie auf, also im Abendprogramm letztens, aber ich hab die irgendwie verpasst. Keine Ahnung. So. Dann gucken wir mal. Na, hier. Sind wir gleich durch. Vielleicht prankt er mich zurück. Mal sehen, was ihm da so einfällt. Oh, yo. Ich hoffe, das ist nicht zu übertrieben. Aber ich hatte es ja auf Twitter angekündigt, dass ich ihn trollen will. Und immerhin läuft es nicht aus der Tür, ne? Das ist ja auch schon mal sehr gut. Okay, dann hole ich mir mal ein Schild. Und schreibe ihm mal hin. Wasserrohrbruch. Ich konnte noch Schlimmeres oder irgendwie sowas vermeiden. Vielleicht irgendwas anderes. So. Wären Schilder weggeschwemmt? Nee, wären sie nicht. Gut, dann stelle ich die einfach ins Wasser. Einfach so. Ah, warte mal, hier vorne muss da noch was hin. Das geht doch so nicht, dass man hier so rausgeschwemmt wird. So. Na gut, hier schreibe ich mal nichts drauf. Ach, die kann man ja nicht aufeinander stellen. Früher ging das, glaube ich, ne? Scheiße. Nee, ich stell's mal davor. Ich glaube, das ist cooler. Leider gab es einen 1 Wasserrohrbruch. Zum Glück konnte Schlimmeres vermieden werden. Ja, vermietet werden schon wieder. Das schreibe ich ja schon wieder von Müll. LG Putzbehörde SIG 99 GmbH. Obwohl ich glaube, das M wird klein geschrieben oder so, keine Ahnung. So. Okay, ich mache mal Fackeln hin, damit das nicht so dunkel ist. Da spiele ich noch ein bisschen Tine Wittler. Okay. Obwohl Tine Wittler ist ja nicht für die Fassade zuständig eigentlich. Naja, egal. So, und dann können wir nochmal ein bisschen Kyojin pranken, indem ich viel zu viele Kisten für ihn mache. Und mein ganzes Holz verschwende. Naja. Ich mache einfach mal 8 Stück. Ach komm, weißt du was? Ich bin sogar so kulant und schenke Streety 3 Sticks. Und ein bisschen Erde. Also eine. Und ich glaube, er braucht Cobblestone. Oh ja, da könnte ich ihm wirklich was schenken. So, warte. Ich mache jetzt hier den Turm einfach nochmal größer. So, nee, hier vorne wollte ich. Damit er sich wundert, was da los ist.
So. Aber irgendwie hätte ich Bock, noch mehr Kisten hier drauf zu setzen. Moment mal. Oh Mann. Das ist schon wieder so eine komische Folge heute. Ah gut, das war ja geplant. Ja, und ich wollte auch Delahead dann irgendwie sowas schreiben. Ja, sind das nicht ein paar zu viele Umzugskartons? Oder so. Keine Ahnung. Nicht, dass es zu viele Umzugs... Oh, warte mal. Umzugs wollte ich eigentlich noch in die Zeile schreiben. Kartons werden... Punkt, Punkt, Punkt. LG SIG 99. Oh Mann. Ich schenke ihm einfach Kisten. Bester Prank. Na gut, ja, da kann ich ja hier mal das Haus mir angucken. Da hat er auch mal eine interessante Folge. So. Ja, so. So können wir das machen. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, das wäre es gewesen von dieser Folge. Ich verabschiede mich, haut da rein. Und mal sehen, was die Leute so dazu sagen. Und mal sehen, wie mein Haus dann aussieht. Ohne Witz. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, tschüss.